Einen schönen guten Abend. Ich begrüße alle Zuschauerinnen und Zuschauer zum Vortrag von Dr. Robert Feustel, der uns live aus Leipzig zugeschaltet ist. Diese Veranstaltung ist Teil unserer Demokratiereihe und findet in Kooperation mit Gegenvergessen für Demokratie e.V. statt. Heute Abend wird zur Diskussion stehen, welche Vorstellungen von Demokratie in der Bundesrepublik aktuell existieren. Wir wissen natürlich um Stärken und Schwächen unserer parlamentarischen Demokratie, was uns in diesen Tagen sehr deutlich vor Augen geführt wird. Doch wie gefährdet ist unsere Demokratie und wer steht ihr eigentlich unterstützend zur Seite? Der Umstand, dass sich die Rechte von Pegida über die identitäre Bewegung bis zur AfD auf die Demokratie bezieht und vermeintlich zu ihrer Rettung angetreten ist, kann sehr verwirrend sein. Denn offenbar treten alle für etwas ein, dem sie denselben Namen geben. Dahinter aber verbergen sich grundverschiedene Dinge. Die Rechte entwirft das Bild einer sogenannten plebiszitären Führerdemokratie, das auf der Idee eines homogenen Volkes basiert und die gewachsene Vielfalt unseres Landes ebenso verachtet wie politisch komplexe Aushandlungsprozesse. Es gibt also deutliche Differenzen zwischen den beiden Vorstellungen von Demokratie. Unser Gast wird diese Unterschiede nachzeichnen und erörtern, warum rechte Phrasen zwar auf durchaus berechtigte Fragen reagieren, zugleich aber in fragwürdigen Antworten münden. Zunächst darf ich Ihnen Dr. Robert Feustel aber kurz vorstellen. Er studierte Politikwissenschaft sowie Geschichte in Leipzig und in Madrid und promovierte an der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie mit einer Arbeit zum Thema Grenzgänge, Kulturen des Rauschs seit der Renaissance. Seit 2006 nimmt er Lehraufträge am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Leipzig wahr und ist seit nunmehr 6 Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Koordinator beim Projekt Academic Lab, Wissenschaftslabor, tätig. Zudem bringt er seine Expertise im Forschungsprojekt Populismus, Demokratie, Stadt, kurz Podesta, an der Friedrich-Schiller-Universität Jena ein. Er ist Autor zahlreicher Publikationen und forscht zu den Themen Drogen und Rausch sowie zu Digitalisierung, Stadtentwicklung und Rechtspopulismus. Lieber Herr Dr. Feustel, ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung im digitalen Format gefolgt sind und übergebe Ihnen nun das Wort. Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung und für die nette Vorstellung. Ich bin ein wenig überrascht, da ich in dem Zoom-Call tatsächlich ja nur 2 Leute sehe und jetzt gar nicht weiß, wie das mit dem Auditorium ist, wo genau die eigentlich sind. Das wird offensichtlich gestreamt. Das finde ich gerade ganz spannend. Also ich rede jetzt quasi mit einem für meine Wahrnehmung leeren Zoom-Call. Also die Technik hat schon so einige Tücken. Ich muss mich jetzt also ganz schön darauf konzentrieren, mir vorzustellen, dass ich tatsächlich ein Publikum habe, das mir irgendwie zuhört. Ich bin wirklich technikaffin, aber das ist, ich gebe zu, das ist nochmal eine andere Herausforderung, weil ich quasi mit mir selbst und meinem Bildschirm rede. Ich hoffe, Sie sehen mir nach, wenn ich dann hier und da vielleicht ein bisschen komisch bin, weil was tatsächlich total fehlt, ist die Interaktion mit dem Publikum. Normalerweise liest man so Blicke und guckt sich ein bisschen um und kann dann sehen, okay, jetzt habe ich irgendwas erzählt, was niemand verstanden hat oder was viel zu schnell ging. Das kriegt man schon so ein bisschen mit. Jetzt aktuell ist das halt wirklich the blank void. Ich rede quasi jetzt nichts. Nichtsdestotrotz, ein furchtbares Wort, aber dennoch will ich anfangen. Hoppala, ich bin in der Präsentation zu weit vorne. So, mein Vortrag trägt den Titel Sekundiert, was Rechte unter Demokratie verstehen. Das Sekundiert ist sozusagen schon in eine Nutshell, sagt man, in einer Nussschale schon das, was am Ende auch rauskommen wird. Ich möchte also gerne einen kleinen Parforce-Ritt durch die Geschichte der Demokratie mit Ihnen machen, ohne jetzt zu weit absteigen zu wollen. Ich will im Prinzip zwei krasse Gegensätze skizzieren, wie unterschiedlich Demokratie aufgefasst werden kann, woraus dann auch hervorgehen kann, was sozusagen Rechte unter Demokratie verstehen. Ein Streitpunkt wird sicherlich sein, was eigentlich Rechte sind. Das werde ich jetzt hier nicht so großartig abholen, aber da kommen wir vielleicht in der Diskussion noch hin. Was ich mit Ihnen konkreter vorhabe, sind 5 Themenpunkte. Ich möchte also einsteigen, relativ kurz, mit dem berüchtigten Geburtsfehler der Demokratie. Das ist eine Formulierung von Jacques Derrida. Warum hat die Demokratie eigentlich einen sogenannten Geburtsfehler? Das wird mein erster Punkt sein.
Um am zweiten, der zweite Punkt wird dann sein, die Frage zu stellen, wer ist eigentlich das Volk oder anders gesagt, wer ist das Demos der Demokratie? Also wer ist eigentlich gemeint? Das halte ich für eine ganz, ganz zentrale Frage, wenn es darum geht, was Demokratie ist, was sie nicht ist, was sie sein kann, was sie sein sollte und was Rechte unter Demokratie verstehen. Am dritten Punkt möchte ich gern die drei, das kennen Sie alle, direkt repräsentative Demokratie, direkte Demokratie und unmittelbare Demokratie ein wenig diskutieren, um dann im vierten Punkt tatsächlich dazu zu kommen, was Rechte in einer sehr etwas überspitzten Weise als Demokratie verstehen. Ich habe das hier mal spaßeshalber totale Demokratie genannt. Das ist eine leichte Zuspitzung, aber Sie werden vielleicht sehen, wo es herkommt. Um danach sozusagen im Ausklang nochmal kurz auf Demagogie und demagogische Tricks einzugehen, weil ja auch in der Vorstellung kurz der Hinweis darauf kam, dass ich auch ein kleines, es ist auch ein bisschen darum, wie geht man jetzt mit Rechten um? Deswegen möchte ich im Ausklang nochmal fünf Elemente von Demagogie sozusagen vorführen, die im Anschluss vielleicht ein bisschen helfen sollen, mit so einem erstmal zu erkennen, wann Demokratie oder wann sozusagen rechtes Denken im Spiel ist, woran man es festmachen kann und wie man vielleicht auch damit umgeht. Okay, damit würde ich auch direkt ins Thema einsteigen und vom Geburtsfehler der Demokratie reden. Wir sind üblicherweise ja gewohnt, Demokratie als eine Staatsform zu verstehen, als sozusagen etwas Realisiertes, etwas, das einfach ist oder eben nicht ist. Und wir leben in der Demokratie. Jetzt will ich beileibe nicht sagen, dass das falsch ist. Das ist zunächst erstmal eine Beobachtung von Staaten und von Staatsstrukturen nicht falsch, zu sagen, wir leben in der Demokratie, während andere Staaten, siehe Russland möglicherweise, im Extremfall Nordkorea, keine Demokratien sind. Das ist erstmal banal und auch nicht falsch. Wenn man in die USA schaut, ist die Sache schon wieder ziemlich schwierig. Dann wird es schon wieder recht heikel, klar zu unterscheiden, was Demokratie und was nicht Demokratie ist. Allerdings wohnt der Demokratie gewissermaßen ein Problem inne. Ich möchte hier ein Beispiel bringen. Das ist ein ganz berühmtes Beispiel, wird in der politischen Theorie recht oft kolportiert. Es geht um die Wahlen in Algerien. 1992, ich weiß nicht, manche von Ihnen kennen das vielleicht, andere nicht. Die wurden damals kurz vor Schließung der Wahllokale abgebrochen, weil sich gezeigt hatte, dass die fundamentalistischen Muslime, also die Extremisten, würde man hierzulande sagen, schwieriges Wort, aber ne, die Wahl recht deutlich gewinnen würden, was dazu führen würde, dass die neu gewählte Partei die Demokratie, also die Institution der Demokratie, unmittelbar nach der Wahl abschaffen würde, mit einer absoluten Mehrheit. So, jetzt haben wir also einen Akt, der eine Paradoxie auslöst. Eine demokratisch verfasste Gesellschaft, mehr oder weniger demokratisch verfasste Gesellschaft, bricht Wahlen ab, also das Urereignis der Demokratie schlechthin, um die demokratischen Institutionen zu schützen. Jetzt ist der Schluss naheliegend, dass es undemokratisch ist, die Wahlen abzubrechen. Klingt naheliegend, klingt erstmal selbstverständlich. Es ist aber gar nicht so einfach, das zu sagen. Weil es durchaus richtig wäre, dass die Akteure, die danach an die Macht kämen, recht unmittelbar die Institutionen der Demokratie abgeschafft hätten. Jetzt ist dieser Streitfall immer noch ein bisschen spannender, wenn man dazu noch die Wahl von 33, also den 30. Januar 33 dazu nimmt. Also die Wahl Hitlers, der ja nur mit einer einfachen Mehrheit gewinnt. Das ist also alles auch sehr kompliziert. Aber die Frage in der Rückschau wäre es Demokratie theoretisch richtig gewesen, die Wahlen von 33 nicht anzuerkennen, um ein diktatorisches System wie Nazi-Deutschland nicht so ohne weiteres an die Macht kommen zu lassen. Vielleicht sehen Sie, worauf ich hinaus will. Ich will auf eine Spannung hinaus, die sozusagen Demokratien als Staatsform immer innewohnen. Jetzt will ich weder bei 33 noch bei 92 pauschal irgendwie eine Antwort geben und sagen, es wäre richtig gewesen, wenn. 33 liegen die Dinge auch noch ein bisschen anders. Da gibt es noch Mehrheiten, die mit Hitler gemeinsam, die Zentrumspartei, es ist bekannt, was da noch alles sozusagen im Hinterland passiert. Es ist also nicht so einfach, was ist jetzt richtig gewesen wäre, die Wahl abzubrechen. Aber Sie sehen vielleicht die Schwierigkeit, auf die Demokratien als Staatsform immer zulaufen, darauf, dass sie sozusagen, wenn sie denn Staatsform sind, prekär sind, streitbar sind, umstritten sind, nie so ganz irgendwie richtig stabil sind, weil ich kann sozusagen weder auf der einen Seite sagen, ich schaffe jetzt die Wahl, also ich lasse Wahlen nicht gelten, wenn Akteure und Parteien zur Wahl stehen oder gewählt würden, die Institution abschaffen. Genauso kann ich sagen, wir müssen jede Wahl zulassen, wenn denn die Mehrheit der Bevölkerung eine Demokratie sozusagen,
eine Akteure wählt, die die Demokratie abschaffen wollen. Es ist also ein Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Fronten, zwischen den Institutionen und dem, was Demokratie als theoretisches, aus theoretischer Sicht, Hinsicht ist. Jacques Derrida hat sich dieses, französische Philosoph, das ist jetzt gar nicht so wichtig hier, hat sich dieses Paradox auch mal angeschaut und hat daraus geschlussfolgert, dass Demokratie eine sein soll oder dass Demokratie etwas ist, was nie wirklich ist. Also etwas, das kommen soll, aber nie gekommen sein wird. Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend. Damit ist aber gemeint, dass sozusagen Demokratie eine bestimmte Form von Regierungspraxis ist, die um die immer wieder in einer Permanenz gekämpft werden muss, die immer wieder sozusagen auf dem Spiel steht, die also nie sozusagen ganz klar sagen kann, diese oder jene Institutionen sind ganz klar abgesichert Demokratie und alles andere ist undemokratisch. Staatsstrukturen, die sozusagen diese Art von ideologischer und struktureller Stabilität ja behaupten, tendieren schon ganz stark dazu, undemokratisch zu werden. Also ein Wesenselement der Demokratie ist ihre Nicht-Identität, würden andere Theoretiker, Philosophen sagen. Also ist das mit sich selbst nie ganz identisch zu sein, also immer über sich hinauszugehen oder sozusagen an Definitionskraft zu mangeln. Es ist also ein Stück weit ist Demokratie, das ist dieser erste Punkt, der Geburtsfehler auch oder die Folge dieses Geburtsfehlers, auch immer eine Art ethischer Imperativ, eine Haltung, etwas, das man sich was erarbeitet werden will, was immer auf dem Spiel steht. Das ist sozusagen erstmal ein Zugriff auf Demokratie, der jetzt mit rechtem Denken nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, können Sie schon vermuten, dass das, wo das hinführt. Was man sich aber sozusagen vergegenwärtigen muss, und das ist eine Kritik, die durchaus auch greifen kann, die durchaus auch eine Rolle spielt, wenn es darum geht, heutige Akteure, staatstragende Akteure anzuzweifeln in ihrer Berechtigung, in ihrer Praxis, wenn es um präventive Polizeiarbeit geht, wenn es sozusagen um einen Überwachungsstaat geht, der sich auf den Weg macht in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Auch da sehen wir Tendenzen, das hat mit rechtem Denken jetzt gar nichts zu tun, aber ich wurde ja angekündigt auch mit, dass ich durchaus argumentiere, warum Rechter mitunter die richtigen Fragen stellen, aber die falschen Antworten geben. Um mal einen kleinen Ausflug zu machen, diese ganze Corona-Diskussion und die ganze, sie kriegen das alles mit, das ist ja sehr stark durchsetzt von so rechten Denken und die tun die ganze Zeit so, als müssten sie die Demokratie verteidigen. Ich greife jetzt mal kurz vor. Interessant daran ist, jetzt bin ich kurz verwirrt, bin ich noch im ist alles gut, Frau Paul? Ja? Ja, okay. jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Die Corona-Leugner und ihre rechten Kompagnösen, die sozusagen, die hängen ja ganz eng zusammen, sind ja ständig damit, kommen ständig mit der Formulierung, sie müssen die Demokratie retten. Jetzt greifen die sozusagen eine bestimmte Problemstellung auf, aber auf einer völlig falschen Stelle und mit völlig falschen Vokabeln, mit einer völlig übertriebenen, überzogenen und wahnsinnig unterm Strich ganz häufig antisemitischen Sprechweise von Merkel-Diktatur mit der Gleichsetzung von NS und heute. Das ist alles komplett falsch. Interessant ist aber, dass in der Substanz möglicherweise sogar berechtigte Kritik an einem Staat, der strukturell und tendenziell übergriffig wird in Form eines Präventionsstaates, in Form eines Überwachungsstaates, durchaus, das ist eine Fragestellung, die man aufwerfen kann, wo man auch demonstrieren kann dagegen, nur nicht im Corona-Fall. Ja, dass es sozusagen ein Unbehagen gegenüber einem übergriffigen Staat an einer völlig falschen Stelle ausagiert. Ich hätte es besser gefunden, wenn all die Leute, die da jetzt so unsinniges Zeug auf den Straßen erzählen, bei Demonstrationen gegen die Polizeigesetzgebung in den Ländern aufgetreten wären, weil da hat der Staat sozusagen angefangen oder da mit diesen Gesetzgebungen fängt der Staat massiv an grundgesetzliche Rechte zu unterlaufen, Präventionslogiken zu entfalten und irgendwie dieses Spannungsverhältnis von Demokratien, die nie so genau wissen, was sie eigentlich sein sollen, in eine Richtung aufzulösen, und zwar in die Richtung der Staatsform. Mittlerweile ist es ja gar nicht mehr statthaft, noch Kritik an der Polizei zu formulieren, weil die Polizei ja mein Vertrauen einfordert. Ich will nicht vom Thema abkommen. Ich hoffe, Sie haben, auch wenn ich niemanden sehe, ich hoffe, Sie haben ein Bild davon, was ich meine mit der Demokratie, mit dem Geburtsfehler der Demokratie. Behalten Sie es vielleicht im Hinterkopf, ist eine ganz relevante Sache, glaube ich, wenn man über die Frage streiten will, was Demokratie ist und was Rechte unter Demokratie verstehen. Damit würde ich zum zweiten Punkt kommen, zur Frage, wer ist eigentlich das Volk? Das ist etwas, das schließt direkt an, wenn man so will, an diesen Geburtsfehler, weil auch da ist eine Unklarheit drin. Auch da steckt was drin, was sozusagen vom rechten Denken einseitig aufgelöst wird, aber eigentlich eine schwer zu definierende oder gar nicht zu definierende Offenheit mitbringt. Das Demos im alten Griechenland, ich will jetzt nicht zu weit in die griechische Geschichte abstürzen, ich bin da auch nicht so kompetent, da gibt's andere, ich bin da nicht wirklich fit drin.
Das Demos jedenfalls, das wir immer als Volk übersetzen, weshalb Demokratie ja die Volksherrschaft ist, lässt sich so ganz einfach nicht mit dem heutigen Volk darstellen. Das Demos ist eigentlich eine Verwaltungseinheit, die im Rahmen einer griechischen Demokratie, einer athenischen Demokratie, dann eine Selbstverwaltung ausbringt für alle männlichen Bürger, die keine Sklaven sind. Und für Frauen spielen auch keine Rolle. Das will heißen, die griechische Antike ist jetzt nicht unbedingt ethisch auf dem Stand der Dinge. Und deswegen ist es auch immer schwierig, sozusagen das Ideal der attischen Demokratie gegen heute auszuspielen, weil das mit den Frauen und Sklaven jetzt nicht so wahnsinnig pralle war und wir das deswegen nicht sozusagen in einen Topf schmeißen können. Was aber wichtig ist, ist, dass das Demos nichts zu tun hat oder ja nichts zu tun hat mit dem, was wir uns heute an vielen Stellen unter Volk vorstellen, was heute sehr gern unter Volk verstanden wird. Und das Wort Volk im Deutschen hat auch begriffsgeschichtlich eine lustige Vergangenheit. Das kommt von viele, von voll, von Gemenge. Also es kommt nicht von irgendwie von einer konkreten Identität, von einer abgegrenzten Gruppe, die sich irgendwie einen Namen gibt, sondern es kommt eigentlich von den einfachen Leuten. Also wenn Sie im 15. und 16. Jahrhundert von Volk sprechen oder wenn Leute von Volk sprechen, ist eher sozusagen eine sozialstrukturelle, wenn man so will, vielleicht sogar eine klassentheoretische Unterscheidung gemeint. Es geht um die einfachen Leute, die Vielheit da unten, die gegen den Klerus und gegen die Fürsten sozusagen opponieren können. Das Volk ist also keine definierte Gruppe über Hautfarben, Ethnien, Sprachen, sondern es ist eine soziale Kategorie, die erst viel, viel später, jetzt komme ich zum nächsten Stichpunkt in der Präsentation hier, über sozusagen die Erfindung der Nation im ausgehenden 17. in Deutschland, dann noch etwas später Jahrhundert, so langsam schrittweise umdefiniert wird als etwas, das wir heute in Deutschland vorrangig als Volk verstehen. Genau genommen ist es ja so, dass erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts der Volksbegriff sich auf eine bestimmte Weise formt und sich der Nation annimmt. Das Volk wird in dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zu einem ganz stark über Rassentheorien aufgeladenen Begriff einer deutschen Nation. Die deutsche Nation ist sozusagen, sie sei sozusagen ein Volk, sie sei biologisch verknotet und irgendwie zusammengehörig. Das ist ein Denken, was es vorher in der Konzeption Volk nicht gab, was es auch bei den alten Griechen nicht gab und was tatsächlich einen schwerwiegenden Unterschied ausmachen kann, wenn man über Demokratietheorien redet. Weil die Frage ist dann schon, wer darf eigentlich mitbestimmen, wer gehört zum Volk? Und ist das Volk sozusagen eine soziale Begrifflichkeit, eine soziale Kategorie oder ist das Volk so eine Art imaginierte Abstammungsgemeinschaft? Dazu muss man sagen, das ist vielleicht noch eine Randnotiz wert, dass wir heute immer noch mit einer für mich furchtbaren Selbstverständlichkeit davon sprechen, dass es Nationen gibt und gab. Ja, es gibt sie, das ist unstrittig, aber sie haben keine Wesenheit. Es gibt Nation, ist eine Erfindung. Nation ist sozusagen eine bestimmte Art von gedachter Gemeinschaft, die über die Ausbreitung von Buchdruck und von Sprache in die Welt kam, die aber sozusagen keine Wesenhaftigkeit, keine Essenz hat. Wenn wir also heute im Deutschen von Volk sprechen, haben wir sozusagen immer schon ein Problem, möchte ich fast sagen. Eigentlich müsste man sagen, gibt es eine Doppelung zwischen so einem sozialen Volksbegriff. Man kennt das vielleicht noch vom Pöbel, vom Plebs, da schwingt das noch mit. Oder von so einer letztlich rassentheoretisch eugenischen Idee von Volk als Abstammungsgemeinschaft. Das führt mich direkt zur Frage, zum Spruch, der von rechts sehr häufig kommt, den ich hier an der Stelle mal platzieren wollte, ist, die Frage ist, der Ausspruch, wir sind das Volk, was meint der eigentlich? Jetzt hat der, das schließt direkt daran an, weil der sozusagen mehrfach konnotiert in der deutschen Geschichte immer wieder auftaucht. Die Ausgangsbewegung sozusagen dieses Spruchs ist, wie alle wahrscheinlich wissen, 89, wir sind das Volk. Da ist dieser Spruch eine Geste der Universalisierung einer bestimmten kleinen Gruppe von Demonstrierenden, die sich die Raudis, die Ausgeschlossenen, die sich anmaßen im DDR-System die Stimme für alle zu erheben, für alle Ausgeschlossenen, nicht repräsentierten, Ausgegrenzten im sozusagen DDR-Volk, ja, im DDR-Staatsapparat. Also das ist sozusagen eine Geste, die für eine bestimmte Zeit eine politisch hochbrisante Rolle spielt, weil diejenigen, die demonstrieren, sich anmaßen, für alle zu sprechen. Und es in dem Fall im Wesentlichen auch getan haben. Ja. Dieser Spruch wird von rechter Seite seit 2015, ich glaube viel früher nicht, aber Herbst 2014 fing das, glaube ich, an, wieder aufgenommen. Anfänglich oder ideal oder idealistisch gedacht mit der gleichen Repräsentationsgeste, mit der gleichen Vorstellung von wir repräsentieren alle, wir stellen uns hier hin. Bei Pegida fing das ja das ganze Jahr an, bei Querdenken geht's jetzt weiter,
Da steckt auch die Geste drin. Wir sprechen quasi für alle, für die Allgemeinheit des Volks in toto. Jetzt ist es bei Pegida, bei Querdenken, bei der AfD faktisch einfach nicht der Fall. Während 89 sozusagen, bis 89, als der Spruch dann kippte, wir sind ein Volk, das ist wiederum eine ethnisch-nationalistische Schließung, die sozusagen diese politische Geste par excellence aushebelt, unterläuft, abschafft. Wir sind ein Volk, ist auf einmal wieder so eine Schließungsmetapher, aber das ist nur am Rande. Jetzt nutzen Rechte sozusagen die Geste, wir sind das Volk, wieder an der gleichen Diktion, also sie glauben, dass sie die gleiche Diktion aufrufen, das führt auch direkt zu so einem reichhaltigen Anwandlungen von 89-Bezügen, dass wir, ne, in Dresden ist das ganz furchtbar, ganz oft, wir sind kurz vor 89, jetzt hat Querdenken kürzlich in Leipzig den Ring besetzt, es wurde ein Ring gelaufen und glaubt, jetzt machen sie endlich 89 nach. Das ist einerseits tragisch, weil es nicht sein kann, dass sie da über den Ring laufen, vor allem wegen der Infektionsgefahr, das halte ich für skandalös. Andererseits ist es auch ein bisschen lustig, weil die Querdenker ja dann glauben, dass sie irgendwas erreicht haben, wenn sie über den Ring laufen. Der Unterschied zu 89 könnte gar nicht größer sein. Damals sind sie über den Ring gelaufen mit, man könnte das strukturwirksam nennen, infolge dieser Läufe über den Ring hat sich alles geändert. Mit Querdenken ändert sich gar nichts faktisch. Das ist eine interessante Doppelung, die gehört jetzt nicht hierher, aber spannend ist es dann trotzdem, dass die Strukturwirksamkeit dieser Demonstration nochmal so ganz konträr ist zu den Vorbildern, auf die sie sich beziehen. Jedenfalls verwenden jetzt Rechte diesen Spruch, wir sind das Volk wieder und glauben, dass sie in der Tradition von 89 stehen. Faktisch ist das kompliziert. Was machen die da eigentlich? Zunächst erstmal versuchen sie, diese Universalisierungsgeste von damals nachzuahmen und kommen dann, wenn sie aber merken, dass sie auf Widerspruch stoßen, dass also andere Meinungen, andere Positionen, andere Einstellungen auch in diesem Land vorhanden sind und zwar faktisch immer noch in deutlich größerer Stückzahl als auf ihrer eigenen Seite, heißt das nicht, dass sie jetzt denn den Spruch fallen lassen, weil sie feststellen, dass sie sich nicht anmaßen können, für alle zu sprechen, sondern was dann passiert ist, sie zorren sozusagen die Definition von Volk zu Recht auf die biodeutschen Weißen. Das ist in Dresden bei Pegida sehr schön nachzuvollziehen gewesen, auch in den Reden, wie sozusagen schrittweise von so einem ganz anfänglich noch relativ offenen politischen Moment immer mehr sozusagen so eine nationalistisch rechte Kontur sich eingeschlichen hat, die immer klarer gemacht hat, okay, wir sprechen eigentlich für eine bestimmte biodeutsch-rassisch verknotete Gruppe von Leuten, die sich aber gleichzeitig anmaßt, für das Ganze des Staates zu stehen. Alle anderen Spielen haben in diesem Staat keine Rolle zu spielen. Deswegen, das gab es auch auf dem Plakat, damit komme ich zum nächsten Folienpunkt, nur wir sind das Volk. Es gab ein Plakat, ich habe das Bild leider nicht mehr gefunden, da stand drauf, wir, Gedankenstrich, und nur wir sind das Volk. Das heißt, die Geste der politischen, die politische Universalisierungsgeste, wir sprechen für alle, schiebt sich zurecht auf eine bestimmte Gruppe von im Wesentlichen alten weißen Männern, die glauben, dass sie für alle sprechen dürfen und damit gleichzeitig alle anderen, die in diesem Land auch leben, für untauglich oder nicht erlaubt darstellen. Also sie dürfen eigentlich die Stimme nicht erheben. Das betrifft sowohl linken Protest, der sofort immer irgendwie mit ganz furchtbaren Bildern etikettiert wird. Genauso betrifft es alle Menschen mit Migrationshintergrund, die ja eigentlich nichts zu suchen haben und so weiter. Das ist eine endlos lange Kette von letztlich rassistischen, antisemitischen Mythen, die da ausgepackt werden, um immer wieder zu sagen, um die Behauptung rechtfertigen zu können, dass Leute wie Höcke oder wie Lutz Bachmann sich anmaßen können, für das Volk zu sprechen. Das ist sozusagen das ist die Bewegung, das ist der Move, der da drin steckt, in dieser Wiederholung des Spruchs, wir sind das Volk. Die Frage, wer das Volk ist, ist also sozusagen eine ganz zentrale. Und wir müssen da sehr vorsichtig sein, weil es in der deutschen Sprache mittlerweile leider immer noch sehr üblich ist, Volk als eine in gewisser Weise geschlossene Entität zu verstehen, im Unterschied zum Beispiel zur Bevölkerung. Ich glaube, es ist auf Jahre hin sehr, sehr schwierig in der deutschen Diskurslandschaft, wo auch sozusagen so man nennt sie gern rechtskonservative Zeitungen wie die Welt oder Poschardt und die Bild in gewisser Weise einen Ton angeben oder die Tenor, also so ganz eigenwillige Figuren, die sozusagen eine bestimmte rechte Tonlage subtil, vielleicht ein bisschen vorsichtig, aber dennoch spielen. Wir haben große Schwierigkeiten, uns davon zu trennen, dass Volk irgendwie das deutsche Volk meint und dass das deutsche Volk irgendwie biologisch verknotet, weiß und früher hätte man gesagt, arisch ist. Auch wenn die Begriffsgeschichte was anderes aussagt. Im Englischen ist da mehr Spannung drin, da redet man sehr oft von People, we the people. Das machen beide Seiten, das machen auch die Ultrarechten in den USA. Aber das People
assoziiert nicht ganz so stark so einen völkischen Gedanken. Um es kurz zu machen, wir werden in Deutschland die völkische Kultur des Volksbegriffs nicht los, auch wenn völkisch gar kein zwangsläufiger Bestandteil ist, sondern eher eine Verirrung des Begriffs ist, wenn man es historisch anschaut, also vom Demos über die Vielheit bis hin zu einer modernen Vorstellung von Volk. Also es ist also ganz schwierig sozusagen, diese Kultur des Begriffs loszuwerden. Ja, deswegen, man muss darum kämpfen, aber es ist trotzdem schwierig, im Namen des Volkes zu sprechen. Aber es ist gleichzeitig auch ungewöhnlich, im Namen der Bevölkerung zu sprechen. Aber eigentlich wäre es dran, sozusagen den Volksbegriff wieder auf so eine soziale Kultur zu überführen und eher mit einer Vielheit zu assoziieren. Also, weil dann wäre es auch möglich, sozusagen eine Vielheit für Menschen zu implizieren. Migrantinnen und Migranten, Menschen nicht weißer Hautfarbe, die sozusagen, wenn man von Volk spricht, gern einfach im Begriff schon ein Stück weit ausgeschlossen sind. Zumindest legt der Begriff nahe, dass wir über eine völkische Kultur sozusagen das Deutschsein abschließen, auch wenn das historisch eine Phantasma ist und politisch unheimlich gefährlich. Dennoch steckt es im Begriff Volk drin. Um jetzt mal ein Zwischenergebnis zu ziehen, ich habe noch ein bisschen Weg, aber ich bin auch noch gut in der Zeit. Was ist eigentlich Demokratie? Demokratie ist, dann komme ich nochmal zu den Rechten drüber. Demokratie ist erstmal ein unabgeschlossenes Projekt. Staaten sind immer nur mehr oder weniger demokratisch. Und das ist sozusagen alles immer sozusagen in eine Verlauf, das ist nie klare Konturen. Doch, man kann recht klar sagen, wenn Staaten nicht demokratisch sind, das ist relativ einfach. Aber demokratische Staaten sind immer nur mehr oder weniger demokratisch, darauf will ich hinaus. Staaten wie die USA zum Beispiel sind gerade schrittweise dabei, selbst nach der Wahl an verschiedenen Stellen sieht man das, sich zu entdemokratisieren, auch wenn der Wahlsieg von Biden da vielleicht eine gewisse Bremse drin hatte, aber oder zumindest vielleicht sogar einen Aufbruch in eine andere Richtung darstellen kann, aber sozusagen Entdemokratisierungstendenzen sieht man bei uns, sieht man in vielen Staaten. Johannes Agnoli, ein deutsch-italienischer Theoretiker, hat einmal von der Involution der Demokratie gesprochen, also vom schrittweisen Abbau der Demokratie, die aus sich selbst heraus dazu tendiert, sich abzubauen. Das halte ich für nach wie vor für eine sehr schlüssige These, auch wenn wir sozusagen im bundesdeutschen Diskurs immer noch davon sprechen, dass Deutschland eine Demokratie ist, das ist auch richtig so, hat die trotzdem die Tendenz, sich zu entdemokratisieren, schrittweise. An ihrem Ausgangspunkt beschreibt Demokratie, also ich habe hier Sie geschrieben, beschreibt die Demokratie eine Intervention der Ausgegrenzten. Ja, das habe ich vorhin nicht erwähnt, aber Demokratie beginnt im alten Griechenland nicht damit, dass sozusagen die Obrigen oder dass die Herrschenden, die aristokratische Schicht in Griechenland sagt, okay, also in Athen genau genommen, sagt, okay, wir wollen mal jetzt, dass ihr alle mittut und wir machen mal Demokratie und wir denken uns da mal was Schönes aus. Demokratie ist entstanden als der laute Ruf derjenigen, die keinen Anteil haben, deswegen kommt auch der nächste Sprung, der Anteil der Anteillosen, als der laute Ruf derjenigen, die keinen Anteil haben, dass sie mittun wollen. Ja, das ist konkret in der attischen Demokratie sind das die Ruderer, die von den Peloponnesischen Kriegen zurückkommen und ewig lange sozusagen Dienst geschoben haben, die jetzt dann sagen, okay, Freunde, also wir haben hier jahrelang für euch Krieg geführt, wir sind eure Sklaven teilweise gewesen, wir wollen jetzt hier mitmachen. Demokratie ist also immer auch eine Intervention derjenigen, die vorher nicht mitspielen durften, die sich an der Regulierung der Verhältnisse beteiligen wollen. Was auch zeigt, dass die Minderheitenrechte in einer Demokratie völlig wesentlich sind. Also eine Demokratie ohne Minderheitenrechte ist keine Demokratie. Nur weil man in einem Staat wählen darf, weil man einen Herrscher unblutig wieder loswerden kann, was auch ein wichtiger Bestandteil einer Demokratie ist. Das reicht aber nicht ganz. Eine Demokratie, die keine Minderheitenrechte gewährt, hat eigentlich nicht den Anspruch darauf, Demokratie genannt zu werden. Alexis de Tocqueville, der ist den meisten wahrscheinlich bekannt, hat im 18. Jahrhundert ein ganz berühmtes Buch geschrieben über die Demokratie in Amerika. Der spricht dort relativ ausführlich und lang über die Tyrannei der Mehrheit. Also über das, was passiert, wenn ich Minderheitenrechte von Demokratie, Minderheitenrechte und ein bestimmtes demokratisches Ethos, das irgendwie immer noch dazugehört, wenn ich das alles abziehe, komme ich bei einer Tyrannei der Mehrheit raus. Das, wie aktuell Tocqueville in der aktuellen amerikanischen Diskussion wieder ist, weiß ich nicht, aber es wäre möglicherweise gar nicht so schlecht, ihn nochmal zu lesen, da nochmal genauer hinzugucken. Das würde ich jetzt mal als die 6 Punkte oder 5 Punkte, eine doppelt sicher, als das mitgeben wollen, was eigentlich Demokratie ist oder was sie auch nicht ist. Um zum nächsten Punkt zu kommen, das, vielleicht warten Sie darauf, es gibt ja sozusagen klassisch immer verschiedene Modelle von Demokratie, repräsentativ, direkt und unmittelbar. Die nächsten Punkte sind nicht ganz so lang, also ich brauche auch nicht mehr so ewig. Wir sprechen ja immer in Deutschland von einer repräsentativen Demokratie. Das ist auch richtig. Das ist eine bestimmte Form, ein bestimmter Ablauf, eine bestimmte Struktur, die dahinter steht, die gewisse Vor- und Nachteile hat.
Es gibt präsidiale Systeme in den USA, da sieht man gerade sehr schön, wie die ganz große Schwierigkeiten haben. Hier wird kein Präsident gewählt, sondern wir wählen repräsentativ. Wir wählen also in dem Verhältnisproporz Leute, die an unserer Stelle für uns Politik machen sollen. Das ist jetzt demokratietheoretisch durchaus streitbar, wie demokratisch das am Ende ist, weil diejenigen, die für uns tun sollen, in diesem Proporz, also in diesen Parteienverhältnissen, Sie kennen das Erst- und Zweitstimme, das ist eine Mischung, das ist zwar eine durchaus demokratische Angelegenheit, aber es hat an bestimmten Stellen, wie jedes demokratische System, jede demokratische Staatsform, gewisse Untiefen. Die Repräsentationselemente zum Beispiel sind sehr, sehr stark anfällig für Lobbyarbeit. Böse formuliert für Korruption, aber erstmal für Lobbyarbeit, für Einflussnahme, weil sozusagen die Distanz zwischen denjenigen, die wählen und denjenigen, die gewählt werden, relativ groß ist. Während das in anderen Modellen ein bisschen anders funktioniert. Ganz spannend, das habe ich in Klammern geschrieben, das können Sie mal für den Hinterkopf mitnehmen, wenn Ihnen ganz langweilig ist. Was ist eigentlich mit dem Losverfahren? Das ist eine ganz spannende Überlegung, wo ich finde, dass wir die auch in der deutschen Debatte mal ein bisschen lauter einbringen sollten. Bei den Griechen gab es das, bestimmte Ämter sollen nicht per Wahl sozusagen vergeben werden, sondern per Los. Das heißt nicht, dass irgendwie aus allen irgendwer ausgelost werden soll, das ist nicht der Punkt. Vielmehr geht es darum, dass bei bestimmten Ämtern Leute, die sich für qualifiziert halten und vielleicht auch einer Prüfung unterliegen, ob sie das sind, 5, 6, 8 Leute zur Wahl, also nicht zur Wahl stehen, sondern gelost werden, was den großen Vorteil hat, dass sozusagen die alten Maschen der Macht, die alten sozusagen gut geschmierten Mechanismen im Hintergrund mit Geldern, mit Lobbyarbeit einfach nicht funktionieren, weil sozusagen die Interessensgruppen, ich sag mal kurz die Wirtschaftsinteressen zum Beispiel, ja nicht wissen können, wer auf wen das Los trifft, wen das Los sozusagen bevorzugt. Also es ist relativ schwierig, über das Losverfahren die gleichen Mechanismen der Lobbyarbeit zu platzieren wie sonst. Sei es drum. Das ist die repräsentative Demokratie. Jetzt, um zu den Rechten zurückzukommen, die würden jetzt sagen, genau genommen haben sie dazu nichts zu sagen, weil sie außer in den ostdeutschen Bundesländern über diesen Weg der Repräsentation sie schneiden nicht so wahnsinnig gut ab nach wie vor. Jetzt ist das Erstarken der AfD zwar ein Problem, ich bin da aber immer etwas gelassen ist das falsche Wort. Ich würde für etwas Gelassenheit an manchen Stellen plädieren, weil das, was die AfD inhaltlich anbietet, ist jetzt so wahnsinnig neu nicht. Das haben früher die rechten Flügel der CSU und der CDU auch bedient. Teilweise auch in der SPD gab es so Sachen. Das ist natürlich schon eine Gefahr für die Demokratie, das will ich gar nicht abstreiten. Aber über das Repräsentationsmuster kommen die rechten Kräfte nicht so richtig ganz weit nach vorne. In den ostdeutschen Bundesländern ist die Gefahr schon da, aber auf Bundesebene ist es nicht so wahnsinnig dramatisch. Deswegen fordern die Rechten auch immer direkt die Demokratie. Da beginnt es aber jetzt wieder zu bröckeln. Da gibt es ein gewisses Maß an Missverständlichkeit oder an bewusst inszenierten Missverständnis. Das kann ich immer nicht sagen, ob das ein Fehler bei denen ist oder ob das Absicht ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Direkte Demokratie ist demokratietheoretisch etwas, was vor allem in der Schweiz praktiziert wird, was aber also sozusagen das Volk oder die Kantone oder wer jetzt das Volk ist, das Problem hatten wir ja schon, ne, bei bestimmten Fragestellungen direkt intervenieren kann. Und die Möglichkeit hat, direkt zu entscheiden, was es denn will. Das hat ganz viele Untiefen. Und in der Schweiz, muss man dazu sagen, dazu will ich gar nicht so viel sagen, weil ich da auch nicht der Fitteste bin, ist es eingekleidet in ein ganz anderes Umfeld. Das ist mal die Frage, in welchem Umfeld findet das statt? Und aktuell kann man ganz gut beobachten, dass in der Schweiz das Direktdemokratische durchaus auch eine Art Blockade für sinnvolle Sachpolitik darstellt. Das Problem bei direkter Demokratie ist immer, dass komplexe Fragen auf ein ganz einfaches Schemata von Ja, Nein, von einem Fragebogen reduziert werden müssen. Das ist bei vielen, vielen Gegenständen von in spätmodernen, hochdifferenzierten Gesellschaften einfach nicht mehr möglich. Will heißen, direkte Demokratie ist immer, immer anfällig für das, was man heute Populismus nennt. Ja, für eine emotionalisierte, aufgeladene, affektive Politik, die Fragen hochkomplexer Tragweite oder großer Tragweite auf ein einfaches Ja, Nein reduziert. Der Sündenfall, Sie wissen alle, was ich meine, der Sündenfall ist natürlich der Brexit, die Brexit-Abstimmung. Dort stand nicht auf dem Zettel, ja, ich bin für den Brexit, aber zu folgenden Konditionen. Da stand nur drauf, ja oder nein. Um mehr ging es da nicht. Und da war es durchaus möglich, dass man den sogenannten populistischen Affektmanagern um Boris Johnson und seinen Leuten die Tür geöffnet hat mit einem stark emotionalisierten Wahlkampf direkt demokratisch einiges zu ruinieren. Viele von denen, die damals mit Ja oder mit Leave gestimmt haben, würden das heute nicht nochmal so tun. Das ist interessant. Interessant ist aber auch, dass
dass man in der Theorie ganz gern davon spricht, dass was Rechte eigentlich wollen, ist etwas, was man unmittelbare Demokratie nennen könnte. Direkte Demokratie ist ja immer noch ein Verfahren, das so über verschiedene Stationen läuft, das also ein Quorum braucht, wo Fragen diskutiert werden müssen, was kommt auf den Bogen, was steht auf dem Bogen, dann gehen Leute hin und machen ihr Kreuz und dann wird durchgezählt. Was Rechte eigentlich meinen, ist so etwas, was man unmittelbare Demokratie nennen könnte. Also eine Demokratie, in der sich die dann unterm Strich natürlich keine Demokratie mehr ist, wo sich der Volkswille, also der Wille dieser Clique von weißen Männern, alten weißen Männern im Wesentlichen, ich möchte das mal so scharf ausdrücken, wo der sich unmittelbar ausdrückt. Also sozusagen, es geht vielmehr um eine Art Identifizierung mit einer Figur, die im Namen dieser Gruppe von weißen alten Männern etwas sagt, mit dem ich mich identifizieren kann, dem ich also direkt zustimmen kann. In der Vorrede war schon von einer plebiszitären Führerdemokratie die Rede, jetzt bin ich zu schnell. Da komme ich dann gleich hin, weil genau darum geht's. Es geht um etwas, was Max Weber mal die plebiszitäre Führerdemokratie genannt hat. Wobei das Plebiszit, was ja eine Volksabstimmung ist, gar nicht als Abstimmung im Sinne von Wahlen oder direkter Demokratie zu verstehen ist, sondern das Plebiszit ist eher so ein situatives Zujubeln, das gleichzeitig Ausdruck der Zustimmung zu dem Führer ist. Also Weber hat das lange vor Hitler gemacht, aber die Bilder bei Hitler sind da schon relativ nah dran. Jetzt möchte ich hier kurz zusammenfassen, was Rechte nun unter Demokratie verstehen, um so dahin zu kommen, dass ich diese Frage beantworte, die mir hier auf den Weg gegeben wurde. Zunächst verstehen Rechte unter dem Punkt, jetzt habe ich mich gerade verzettelt. Was verstehen Rechte unter Demokratie? Ich habe da 5 Punkte mitgebracht. Der erste Punkt, der wichtig ist, Rechte verstehen unter Demokratie, gehen davon aus, dass ein homogenes, geschlossenes Volk existiert und schließen damit Minderheitenrechte aus. Das ist relativ offensichtlich, wenn Sie rechte Diskurslandschaften sich anschauen, wenn Sie der AfD zuhören, wenn Sie Kompakt lesen, Sezession lesen, diese ganzen rechten Zeitschriften. Es geht immer um die irrige, historisch gesehen irrige, aber für rechtes Denken ganz selbstverständliche und vermeintlich biologisch wahre Annahme eines homogenen und geschlossenen Volks, dessen Stimme man zu repräsentieren glaubt, dessen Stimme sich zu erheben droht mit den rechten Kräften. Das schließt automatisch Minderheitenrechte aus und ist, das ist eine ganz wichtige, deswegen wiederhole ich das, es ist historisch falsch. Es gibt dieses Volk nicht. Es hat dieses Volk nie gegeben und es wird dieses Volk nie geben. Das Volk ist immer eine Ansammlung von Vielheit gewesen. Das wissen rechte Kräfte manchmal auch ganz heimlich. Sie können es aber nicht zugeben. In dem Moment, wo es ihnen sozusagen deucht, wo es anklopft, müssen sie es sozusagen umso vehementer verdrängen oder verjagen. Der zweite Punkt, was Rechte unter Demokratie verstehen, ist nun die unmittelbare Repräsentation des Volkswillens, ja, durch die Politik, also in so einer ganz affektiv besetzten Unmittelbarkeit. Es geht nicht darum, Zeit verstreichen zu lassen, verschiedene Positionen abzuwägen oder zwischen verschiedenen Positionen eine Aushandlung zu treffen oder einen Mittelweg zu finden, sondern es geht um eine unmittelbare Repräsentation eines Volkswillens, eines aufgeheizten emotionalen Volkswillens durch die Politik. Das kommt dann, ich hatte es schon erwähnt, zur plebiszitären Führerdemokratie, die Unmittelbarkeit als affektive Zustimmung versteht. Ich habe schon ein bisschen arg vorgegriffen, aber Sie sehen es mir vielleicht nach. Das führt auch letztlich dazu, dass es eben keine Aushandlung von verschiedenen Positionen oder Kompromisse gibt. Demokratie im rechten Denken ist halt eine ganz andere Art von Idealisierung einer Verbindung von politischer Elite oder Volk oder Führer mit dem homogen gedachten, geschlossenen Volk. Ich bin jetzt mal ganz gemein und bringe Ihnen mal ein ganz fieses Beispiel. Das werden Sie als völlig überzogen darstellen, auch zu Recht, aber ich will es Ihnen trotzdem mal vorführen. Jetzt muss ich kurz. So. Sie kennen diese Szene alle, nehme ich stark an. Wo bin ich jetzt? Okay. Sie kennen diese Szene alle. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Goebbels Sportpalastrede tatsächlich ein Ausdruck einer Demokratie ist, aber die Tendenz rechten Denkens oder die Vorstellungswelten, wie rechte Demokratie verstehen, gehen tendenziell in diese Richtung. Wenn Ihnen ganz langweilig ist, schauen Sie sich mal, es gibt's bei YouTube im Kilo, war so ganz viele Mitschnitte von Pegida an, Mitschnitte von Reden von Bernd Höcker von der AfD aus Thüringen oder wo auch immer er auftritt und von vielen anderen Veranstaltungen einer ähnlichen Couleur. Sie werden dieses Muster einer, einer,
affizierten Masse, die dem Führer hinterherbrüllt, immer wieder finden. Teilweise ist es nicht ganz so eindeutig, weil das NS-Regime war gesettelt. Göppels ist sozusagen der Propagandist vom Herrn. Da gibt es so eine Art Wechselgesang. Ne? Also bei Höcke hat mal, wir sind Vorturner, wir sind das Volk, vorgesagt ins Mikro und das Publikum sollte da mitmachen. Aber es geht ganz oft um dieses gemeinschaftliche Erlebnis, dieses affektive Moment, und das wird dann als Demokratie ausgelebt. So kann man, das ist das perfide, auch Demokratie verstehen. Und wenn Rechte jetzt anfangen, die Demokratie verteidigen zu wollen, dann muss man sozusagen feinfühlig hinschauen, was ist eigentlich gemeint. Das Fiese an der ganzen Debatte ist ja, dass Demokraten, wie ich sie verstehen würde, also echte Demokraten, was auch immer echt heißt, das ist auch so ein komisches Wort, auch von Demokratie reden, genauso wie Rechte mit einer ganz anderen Kultur. In Teilen würde ich behaupten, dass Rechte gar nicht wissen, was für einen Demokratiebegriff sie benutzen oder was sie sich unter Demokratie vorstellen. Und es gibt natürlich, das muss ich auch der Fairness wegen sagen, es gibt natürlich Abstufungen, ne? Auch in der Schärfe dessen, was man unter Demokratie versteht. Es gibt also eine Art Schaukampf zwischen zwei Akteuren, wenn man es zweiseitig verstehen will, die beide um das gleiche Wort kämpfen, die beide sozusagen für sich reklamieren, auf Demokratie zu stehen, Demokratie retten zu wollen. Jetzt ist die eine von beiden Seiten, zielt eher auf diese plebiszitäre Führerdemokratie, deren radikalste Ausprägung die Sportpalastrede ist. Und die andere Art von Demokratie zielt eher auf Minderheitenrechte, auf Aushandlungsprozesse, auf eine gewisse Offenheit, auf eine Offenheit, was Migration angeht. Das ist zwangsläufig in demokratietheoretischen Modellen enthalten, ist, dass ich sozusagen den Staat nicht abschließen kann. Sonst trete ich sozusagen die historischen Vorläufer der Demokratie mit Füßen. Aber beide kämpfen sozusagen um das gleiche Wort. Das ist ein Riesenproblem. Das ist sozusagen ein Streitfall, der die Debatte besonders schwierig macht. Jetzt möchte ich am letzten Punkt, den ich ja noch mitgebracht habe, jetzt muss ich wieder in die Präsentation zurück, das überspringe ich mal, das ist ein bisschen theorielastig, die Archepolitik. Jetzt möchte ich im letzten Punkt noch darauf eingehen, woran erkennen Sie möglicherweise rechtes Denken, auch wenn es um Demokratie geht? Das ist jetzt nicht auf Demokratie zugeschnitten, aber es passt trotzdem ganz gut zusammen, weil man vielleicht ein Sensorium dafür entwickelt, wie in Diskussionen, in Gesprächskulturen, was passiert eigentlich und woran erkenne ich Akteure, die sozusagen einen Hang haben, nach rechts auszubrechen, oder die einen Demokratiebegriff verwenden werden, der gefährlich ist, weil er sozusagen eher das plebiszitäre führerdemokratische Element beinhaltet, als das, was wir unter Demokratie vorstellen. Da greife ich auf Max Horkheimer zurück, der in den 60er Jahren, das Video spiele ich mal nicht ab, ich brauche noch länger, als ich dachte, der 5 Elemente von demagogischer Sprache fixiert hat. Deswegen heißt das auch Demagogie, sozusagen Volksverführung, könnte man das ganz wild übersetzen. Die ich für hochinteressant und hochbrisant halte und für sehr zeitgemäß, um zu erkennen, was rechte Sprache ist und was rechtes Denken beinhaltet. Das eine ist, sind diese 5 Punkte, das eine ist die Masse der Superlative. Hören Sie mal genau aufmerksam zu, wenn es um Querdenken geht, wenn es um Michael Ballweg geht, um Bernd Höcke, um diese ganzen Akteure, Stefan Brandner, diese ganzen Scharfmacher in der öffentlichen Debatte. Also und der König all dessen ist Donald Trump, der sozusagen mit Superlativen, der kommt gar nicht mehr aus dem Lachen raus. Der verwendet sozusagen, jedes Wort ist eigentlich ein Superlativ. Das ist unfassbar, wie Trump diesen Mechanismus der Superlative, ist schon längst bekannt, auch vorher, vollkommen auf die Spitze treibt. Aber hören Sie mal bei diesen Reden zu, man wird ganz oft sich das sozusagen Superlative finden. Das Schönste, das Größte, das Besonderste. Auch in Defensivkategorien, also wir müssen uns verteidigen gegen die totale Übernahme, wenn Sie jetzt bei Querdenken genau aufpassen, das klingt ein bisschen oberlehrerhaftig mit, ich meine nicht genau aufpassen, wenn Sie bei Querdenken mal zuhören, werden Sie auch hören, wie da sozusagen die Gegenwart zur NS-Vergangenheit umgedeutet wird, was natürlich auch mit totalen politischen Superlativen einhergeht, totale Corona-Diktatur, all das finden Sie immer wieder, und das ist, wer so krass mit Superlativen operiert, ist zumindest erstmal verdächtig, eine bestimmte Art von rechten Diskurs zu befeuern. Der zweite Punkt, der in der demagogischen Sprache immer wieder auftaucht und der auch in diesen Kreisen immer wieder auftaucht und der auch in diesem rechten Vorstellungszusammenhang von Demokratie zu finden ist, ist die schroffe Gegenüberstellung von wir und die anderen, was immer gleichzusetzen ist oder was immer gleichgesetzt wird mit die Guten und die Schlechten. Auch das
in der AfD massenhaft. Wir sind die Guten, das andere sind die Bösen. Es gibt sozusagen keine Zwischentöne. Die eigene Identität, die eigene Anerkennung wird mit der Abwertung der anderen gewissermaßen erkauft. Das finden Sie bei Querdenken. Deswegen ist es so offensichtlich, dass Querdenken sozusagen von der ganzen Sprache, von der ganzen Art und Weise des Auftretens fast komplett rechts ist, auch wenn sich dort sozusagen bioökologische, esoterische Leute eingemischt haben. Die befeuern sozusagen in eine bestimmte Art rechten Textes auch, nicht nur passiv, weil sie mitlaufen, sondern auch aktiv in dem, was sie sagen. Auch da gibt es die Guten und die Schlechten, weil die eigenen Demonstrationen sind natürlich die Guten, die Erleuchteten, die es wissen, die klar sehen können. Alle anderen sind die verblendeten Staatsschlafschafe, wie auch immer das da alles heißt. Also diese schroffe Unterteilung von wir und die anderen ist ein ganz wesentliches Merkmal. Im Kontext einer plebiszitären Führerdemokratie, so wie rechte Demokratie verstehen, lässt sich das wunderbar einkaufen, weil, wie gesagt, das mit der Sportpalastrede nehmen Sie bitte nicht zu ernst, aber sozusagen diese Art von Identifikation mit dem Redner erlaubt es wunderbar, den anderen, den Fremden auszukehren, auszuschließen, bis hin zu extremeren Praktiken. Ein drittes Merkmal der Demagogie und damit auch der rechten Vorstellung von Demokratie ist das absolute Ziel. Da gibt es halt auch nicht diese Derridasche Formulierung von einer kommenden Demokratie, die kommen soll und nie gekommen sein wird. Da gibt es auch nicht das Verständnis dafür, dass sozusagen wir nicht, dass wir nie in idealen Verhältnissen leben werden. Also das Teleologische heißt das in der Theorie, das die Zielvorstellung, sondern dass politische Dinge immer umkämpft bleiben müssen, weil sonst sind sie keine politischen Dinge mehr. Vielmehr versprechen rechte Akteure immer das absolute Ziel, das merkt man gerade in den ostdeutschen Landesverbänden der AfD ganz gut, über die vollendete Wende 89 2.0. Also diese Vorstellung von, wir müssen jetzt nochmal eine Revolution machen, läuft natürlich nicht darauf hinaus, dass wir, zum einen ist es eine gute Portion lächerlich, aber zum anderen ist es auch, läuft es darauf hinaus, dass danach auf einmal alle Dinge erledigt sein sollen. Danach ist alles schön, danach ist die Welt gut und in Ordnung und danach ist sozusagen die ideale Welt geschaffen, wenn wir nur mal endlich alle Ausländer weggeschafft haben oder so eine Fantasien oder wenn der Islam besiegt wurde. Es gibt verschiedene Baustellen, an denen man das sozusagen, an denen Rechte das abarbeiten können oder darstellen können. Aber immer wieder läuft es darauf hinaus, dass am Ende irgendwie ein idealer Zustand herrschen könnte, der dann auch gleichgesetzt wird mit der Form von idealer Demokratie, die, wo sozusagen der Volkswille mit dem Führerwille 1:1 zur Deckung kommt. Das ist sozusagen das, was in diesen rechten Diskursen zur Demokratie letztlich drinsteckt, auch wenn das sozusagen immer noch ein bisschen versteckt ist. Aber Sie kennen das vielleicht, die Akzeptanz für politisch andere Meinungen ist ausgeschlossen. Die gibt es eigentlich nicht. Jetzt muss ich eine Klammer machen, weil das, auch das werden Sie kennen, als Vorwurf von Rechten an alle anderen, dass sozusagen ihre Meinung unterdrückt wird. Das sind zwei Sachen, die ich noch als Klammer finde wichtig. Das eine ist eine klassische Goebbels-Strategie. Ja, wirf den anderen vor, was du selber machst. Das macht es den anderen unglaublich schwer bis unmöglich, dich zu kritisieren. Das können Sie bei Goebbels nachlesen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wo, das habe ich nicht mehr im Kopf. Aber es ist eine ganz bekannte Strategie, die Goebbels schon entworfen hat. Also dass die einen den anderen das vorwerfen, was sie selbst tun, findet man ganz an ganz vielen Stellen. Und ganz wichtig, glaube ich, das ist so eine Phrase, die man vielleicht mitnehmen kann, so eine, wie sagt man, Take-Home-Message. Wenn Rechte von Meinungsdiktatur oder von fehlender Meinungsfreiheit sprechen oder überhaupt, wenn sie von Meinungsfreiheit sprechen, dann meinen sie Widerspruchsfreiheit. Also Rechte sagen, wir wollen Meinungsfreiheit, obwohl sie die haben, und meinen eigentlich, sie wollen Widerspruchsfreiheit. Sie wollen sozusagen kein Kontra, weil sie glauben, dass sie die Einzigen sind, die wahr sprechen, die aus der einzig legitimen Position des biologisch verknoteten deutschen Volkes sprechen, und deswegen sozusagen unbedingt wahr sprechen müssen, was dann auch heißt, dass alle anderen Meinungen falsch sind. Es gibt ganz gut getarnt in dem Ausruf der Meinungsfreiheit, gemeint ist eigentlich Widerspruchsfreiheit. Der vierte Punkt, der zur demagogischen Sprache bei Horkheimer gehört, der auch wunderbar zur rechten Demokratievorstellung passt, ist der Ausschluss jedes Zweifels. Auch das finden Sie nicht nur in rechten Kreisen, aber da mit einer anderen Schärfe, wenn Sie Alice Weidel bei irgendwelchen Bundestagsreden zuhören. Das ist nur ein Beispiel. Bei all diesen rechten Akteuren, dort gibt es kein Fünkchen von Zweifel, dass sie vielleicht nicht recht haben könnten, dass vielleicht andere Positionen auch eine Rolle spielen könnten, dass man vielleicht zuhören müsste und sich die eigene Haltung überdenken könnte. Es gibt überhaupt keinen Zweifel auch ob der richtigen politischen Strategie. Jetzt ist das mit dem ausgeschlossenen Zweifel an anderen Stellen auch noch aufgetaucht. Also ich bin bis heute
stinksauer, dass ein Olaf Scholz seine bis heute behauptet, es habe zum G20-Gipfel in Hamburg keine Polizeigewalt gegeben. Das ist ein Skandal. Der hat auf verschiedener Hinsicht einen Skandal, aber ein Skandal, den ich jetzt hier an der Stelle einordnen würde, ist, da ist keine Fehlerkultur mehr da. Ja, Scholz weiß natürlich genau, dass es Quatsch ist, was er erzählt, aber er kann den Zweifel nicht zulassen. Das ist eigentlich ein Ausdruck von rechten Denken. Jetzt will ich Scholz nicht als rechten Denker darstellen, so weit geht's nicht, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber das mit dem Zweifel ist an verschiedenen Stellen aufzufinden, bei Rechten in unheimlich massiv, unheimlich klar. Ja, das gibt diese Doppeldeutigkeiten nicht. Sie werden nicht hören von irgendwelchen rechten Agitatoren. Ich glaube, es könnte sein, aber vielleicht, also das kann man semantisch ganz gut festmachen, wenn Sie Reden durchgehen. Sie werden das hören. Sie werden hören, dass es dort keine Formulierung gibt, die einen Zweifel sozusagen mittragen können. Der fünfte Punkt, der ist jetzt mir nicht ganz so wichtig, ist, das ist so die, ich, der Demagoge, bin einer von euch. Das sieht man in Deutschland in der Diskussion nicht ganz so häufig. Auch das gibt's da, das ist bei Donald Trump in den USA ganz auffällig gewesen, dass der schweinereiche, großkopferte Trump, so reich ist er wohl nicht mehr, aber er hat auf jeden Fall viel geerbt, sagen wir es so, immer so getan hat, als wäre einer von den armen Leuten, von den Rust Belt Leuten, die mit Abschmelzen der Autoindustrie einen Job verloren haben. Da gibt's eine Identifikation mit dem Führer. Auch das, dass ich, der Demagoge, bin einer von euch, ist ein Element sozusagen einer rechten Vorstellungswelt von Demokratie, weil es um die Identifikation mit dem Führer geht. Das, was Goebbels sozusagen in der Sportpalastrede krasses möglich auf die Spitze treibt, ist aber in der Struktur angelegt und sozusagen spielt mit dieser Identifikation zwischen dem Führer, den Führerfiguren und der Stimmungslage des Volkes, der Leute, die vor ihnen stehen. Auch das, der letzte Punkt in dieser Reihe, in dieser Kette von Elementen der Demagogie, passt nicht mehr ganz ins demokratietheoretische Bild, aber es passt ganz gut in ein Verständnis für rechtes Denken. Es gibt immer eine Verschwörung gegen uns. Ja, deswegen, das ist dieses verschwörungstheoretische Denken oder verschwörungsideologische Denken, heißt es besser, ist sozusagen der Kit, der rechtes Denken vor Corona mit den Querdenkern jetzt wunderbar zusammenschweißt. Also das, mich überrascht das insgesamt kein bisschen, weil es überhaupt nicht neu ist. Rechtes Denken ist strukturell immer schon verschwörungstheoretisch gewesen. Der Antisemitismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, den es auch heute noch gibt, natürlich, ist im Kern eine verschwörungsideologische Vorstellungswelt von den Weisen von Zion, von die Juden sind an einen schuld. Also rechtes Denken ist inhärent immer schon verschwörungstheoretisch gewesen. Es lebt von dieser Stimmungslage. Wir sind sozusagen die Opfer einer Verschwörung. Wir müssen uns dagegen verteidigen. Davon hat es immer schon gelebt. Und das passt natürlich jetzt wunderbar zu diesen verschwörungstheoretischen oder verschwörungsmythischen Kram um Corona, um QAnon und so. Das sind alles so kurzweilige Allianzen. Das wird nicht lange halten, weil das auch wieder, man streitet sich ja auch in der Flat Earth Society streitet man sich ordentlich. Aber erstmal liefert das sozusagen so eine Art Kit, der es nicht verwunderlich macht, dass die AfD sich Corona-Leugnern an den Hals schmeißt, auch wenn da wiederum Risse eigentlich drin sind, weil volksgesundheitsmäßig, was ja auch so ein alter Nazi-Begriff ist, ist es nicht so wahnsinnig überzeugend, gegen Corona-Maßnahmen zu wettern, auch gegen auch die Impfgegner. Da passt es auch nicht so ganz mit dem Kaiser von früher und mit dem kaiserlichen Erlass von 1872 zur Zwangsimpfung. Das haut alles nicht so ganz hin. Die Reichsbürger finden es trotzdem irgendwie komisch. Also da geht vieles durcheinander, aber es verklebt sich sozusagen an diesen verschwörungsideologischen Gedanken. Wir sind sozusagen, wir Deutschen sind die Opfer irgendeiner wüsten, wilden Verschwörung, die uns irgendwie ausbeutet. Das ist auch ein ganz wesentliches Moment. Da gelingt mir jetzt die Brücke zur Demokratie nicht so ganz. Ich wäre damit auch am Schluss und freue mich auf Fragen. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Ich hoffe, es war nicht wahnsinnig schnell, sondern nur so ein bisschen schnell. Ja, vielen Dank und ich bin gespannt. Ja, vielen Dank, lieber Herr Dr. Feustel. Sie sind jetzt, das hat der Referent schon gesagt, auch aufgerufen, Fragen zu stellen. Einige sind schon reingegangen. Ich möchte selbst mit einer Frage andocken zu den Verschwörungsideologen, von denen Sie zuletzt sprachen. Sie haben dieses Jahr geschrieben, dass es möglicherweise auch Zeit sei für eine Kurskorrektur, um einmal, Zitat, die unerbittliche Kraft der Ignoranz auszuprobieren. Politische BildnerInnen suchen gerade hier nach Lösungen, aber das Beschweigen gehört nicht zu ihrem Ansatz. Was also würden Sie uns raten, wie kann die parlamentarische Demokratie gestärkt werden, auch und vor allem in den sozialen Medien? Ja, da haben Sie natürlich ein Zitat rausgegriffen, was ich als Provokation in die Runde gegeben habe.
Da muss ich vorausschicken, ich habe keine Pauschale, ich glaube, es gibt keine und ich habe schon gar keine pauschalen Lösungen, wie sozusagen die parlamentarische Demokratie gegen rechts zu verteidigen ist. Das lässt sich nicht so leicht sagen. Was mir seit geraumer Zeit, eigentlich schon seit 2015, missfällt und weshalb ich auf die Kraft der Ignoranz immer mal setzen will, ist, dass sich eine zivilgesellschaftliche Debatte und eine linke Debatte, die sind ja nicht so weit auseinander, auch wenn die gar nicht zusammengehören, eine demokratische Debatte, nennen wir es so, sich immer und immer wieder mit einer gewissen Beharrlichkeit auf die Rechten, auf die Existenzrechten Denkens stürzt und immer wieder rechtes Denken problematisiert. Jetzt muss man da feiner hinschauen, glaube ich. Das heißt nicht, dass das Problematisieren von rechtem Denken falsch ist, um Gott bewahre, das will ich noch nicht, wirklich nicht sagen. Was mich aber sozusagen auch in sozialen Medien seit einiger Zeit, wie sagt man so schön, triggert, ja, oder ärgert, ist, dass zum vielleicht 500.000. Mal geschätzt mir in irgendeinem Tweet nachgewiesen wurde, dass Stefan Brandner, Alice Weidel, you name it, irgendjemand von diesen Leuten rechtsradikal ist. Da gab es wieder einen Tweet, da hat die das und das gesagt, was mir zeigt, okay, ah, die ist dann doch rechts. Das wissen wir alle längst. Wer heute nicht weiß, dass die AfD eine rechtsradikale Partei ist, der will es nicht wissen. Der will es aus ideologisch-ethischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer nicht wahrhaben. Und dann wäre es an der Zeit, sich genauer zu überlegen, auch in der Presse, also nicht nur in den sozialen Medien, auch in der Presse, sich zu überlegen, okay, an welcher Stelle muss ich rechtes Denken problematisieren? Also zum Beispiel, wenn es so schleichend in die SPD oder die CDU einsickert, anderes Thema, ja. Und an welchen Stellen kann ich über die üblichen rechten Provokationsstrategien einfach hinweggehen? Wenn der Alice Weidel sozusagen so einen Tweet absetzt oder damals, als sie mit Messermännern zum Beispiel kam, ein Kopftuchmädchen, das die größte Folter für sie wäre, wenn sich keiner drum kümmert und alle sagen, okay, ja, das sagt halt Alice Weidel so, das ist jetzt auch nichts Neues und keiner retweetet das Ding, keiner regt sich auf und alle zucken kurz mit den Schultern und verbringen ihre Zeit mit besseren, demokratietheoretisch sinnvolleren Dingen. Das gilt natürlich nicht pauschal, aber das war sozusagen eine, ich würde gerne dafür plädieren, dass wir uns mehr damit beschäftigen, wo Ignoranz eine Waffe ist. Oder eine Waffe, das klingt so militärisch, ne? Ja. Wo Ignoranz ein Mittel sein kann, um es nicht ganz so krawallig zu sagen. Okay, dann von John Berkshire Respector fragt, der Geburtsfehler der Demokratie ist die Annahme, dass Menschen rational sind. Die Mehrheit der Menschen ist dumm und leicht manipulierbar. Ist daher nicht Demokratie eher eine Oligokratie oder Plutokratie? Das ist eine sehr weitläufige Frage. Also auf der einen Seite verstehe ich den Impuls zu sagen, in der attischen Demokratie, in Demokratietheorien ganz früher gab es das auch. Platon war der größte Feind der Demokratie. Bei Aristoteles war es schon so ein bisschen halbherzig. Aber das Argument ist bekannt zu sagen, das Volk, die vielen sind so doof, die können nicht mitmachen, wir müssen es anders regeln. In Teilen funktioniert es ja schon so, ne, das muss man schon auch sagen, dass wir das, was früher oder viele Jahre über Expertokratie sozusagen diskutiert wurde, warum wir relativ wenig direktdemokratische Elemente haben, weil es gibt ganz viele Baustellen, wo ich zum Beispiel sagen würde, ich kann darüber nicht abstimmen, ich weiß nicht genau, ich kann mich nicht mit allem so lange beschäftigen. Also ich verstehe den Impuls zu fragen, ob denn die Masse der Menschen sozusagen überhaupt in der Lage ist, regierungsfähig zu sein als sozusagen als das Volk, was regieren soll. Andererseits weigere ich mich ganz schroff dagegen anzunehmen, ich sei oder irgendwer anderes sei so klug zu entscheiden, dass ich weiß, alle anderen sind zu doof. Das würde mich ja sozusagen in eine völlig überlegene Position setzen, getragen von der Annahme, ich bin klüger als alle anderen. Deswegen kann das nicht funktionieren. Diese Annahme ist mir ein Stück weit zu selbstgerecht, jedenfalls für mich. Ich sehe schon, dass viel Unwissen und viel, ich würde es auch gar nicht unbedingt nur Dummheit nennen. Ich würde sagen, wir haben sehr stark mit einer Affektsteuerung zu tun. Also es geht sehr viel um Gefühle. Das ist nochmal was anderes. Ich glaube, viele Leute lassen sich stark von so Gefühlswelten leiten. Ja, ich schweife aus. Okay. Dann auch ein fiktionaler Name, Neo Dautek, fragt, was machen wir denn, wenn die Rechtsradikalen in diesen Zeiten die Argumente finden, mit denen sich die Mehrheit identifiziert? Wenn sich die Mehrheit faschisiert, musst du Minderheit sein, heißt es in dem schönen Lied. Also klar, da heißt es natürlich gegenhalten. Ich sehe das noch nicht so richtig kommen oder ich sehe es nur an bestimmten Stellen. Aber klar, wenn es die, also das ist sozusagen auch der Geburtsfehler der Demokratie. Sie ist natürlich immer angreifbar und sie ist immer
Die Architekten der bundesdeutschen Verfassung, also des Grundgesetzes, die waren recht schlau. Die haben ein recht schlaues sozusagen Modell hingeschraubt von Flexibilität und trotzdem Stabilität. Es ist nicht ganz so einfach, das Ding einzureißen aufgrund des Föderalprinzips. Und da gibt es ein paar sehr, sehr elegante Elemente drin. Also es gibt sehr viele andere Länder, die uns um unser Grundgesetz beneiden, weil das so gut gebaut ist. Auch wenn mittlerweile Innenminister sehr in Weise die grundgesetzlichen Regeln nicht mehr einhalten. Das macht mir viel größere Sorge, wenn ich ehrlich sein soll. Also die Polizeigesetzgebung ist eine demokratietheoretische Zumutung, die die Abwehrrechte gegen den Staat, was die Grundrechte sind, mit Füßen tritt. Deswegen muss man, glaube ich, nicht ganz so viel Angst haben, dass die Rechten gleich morgen das Ganze erobern. Aber wenn sie es denn hinkriegen, dann ist es halt so. Dann bin ich halt Minderheit. Dann ein kleiner Sprung nochmal in die USA. Peter F. fragt, können Sie etwas mehr darauf eingehen, wie Sie sich Repräsentation durch ein Losverfahren vorstellen können? So wie in den geschworenen Gerichten der USA, hätte das nicht auch einige Nachteile? Ja. In der Tat, das in den USA ist das, also das, was in den USA passiert, ist ja, betrifft ja die Gerichtsbarkeit, das ist sozusagen eine rechtsstaatliche Praxis. Das ist zwar nicht ganz zu trennen von Demokratietheorie oder von demokratischen Institutionen, natürlich nicht zu trennen, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Die Frage nach den Losrichtern, also nach den Juries in den USA, die ist heikel. Demokratietheoretisch finde ich die nachvollziehbar, auch wenn die Übersetzung, da hat der Fragende völlig recht, das reißt mitunter Abgründe. Ich kann auch nicht ganz genau sagen, welche Vorzüge, wie genau so ein Losverfahren aussehen könnte. Gibt es ein tolles Buch von Bernd Mannin, jetzt habe ich den Titel des Buchs nicht im Kopf. Bernd Mannin heißt der. Egal. Der Vorteil wäre an bestimmten Stellen, dass man sozusagen Mechanismen, stellen Sie sich vor, man nimmt eine Stadt wie Leipzig, in der ich jetzt hier wohne, und wählt nicht den Oberbürgermeister, sondern man lost ihn unter einer Anzahl von Leuten, die sich auf eine bestimmte Weise qualifizieren müssen. Es wäre jetzt nicht sozusagen dran, dass irgendwer sich, das wäre auch schwierig. Vielleicht ist der Oberbürgermeister auch ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir einen Kämmerer oder der für die Stadtfinanzen zuständig ist. Ich würde auch lieber eine fiktionale Stadt nehmen als Leipzig. Aber man stellt sich jetzt vor, das ist ein Losverfahren und keine Wahl. Ich kann sozusagen nicht über Geld die Wahl beeinflussen. Klassischerweise ist es durchaus möglich, dass Wahlen über Geld beeinflusst werden können, weil sozusagen diejenigen mit viel Geld, die Kapitalinteressen, um es mal etwas linker auszudrücken, die können sich einkaufen, die können die Kampagnen kaufen. Siehe die Brexit-Kampagne, da ist ein Haufen Geld geflossen. Da gibt es einen Haufen Mittel und Wege, also Mechanismen und Hebel, um sozusagen auf demokratische Prozesse Einfluss zu nehmen. Sowohl vor der Wahl, also im Modus der Wahl selbst, als auch nach der Wahl über das, was man Lobbyarbeit und im kriminellen Bereich dann Korruption nennt. Im Losverfahren wäre all das zumindest ausgeschlossen, weil ich sozusagen für bestimmte Expertenpositionen, die alten Griechen haben das für bestimmte Positionen verwendet. Ich bin jetzt nicht gut genug vorbereitet, um die Position aus dem Hut zaubern zu können. Man müsste, weil ich bin auf die Frage nicht, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Frage kommt. Aber es wäre interessant, mal kurz darüber nachzudenken, an welchen Stellen, also ich will gar nicht klar antworten und sagen, das wäre total toll. Ich will nur sagen, es wäre bedenkenswert, in Belgien ist das startet auch gerade so ein Versuch. Es wäre bedenkenswert zu überlegen, an welchen Stellen das Losverfahren demokratietheoretisch sinnvoller wäre, weil der Einfluss von außen über Geld nicht mehr so leicht funktioniert. Vielleicht könnten wir dann mit dem Fragen dann gemeinsam irgendwann mal drüber nachdenken, an welchen Stellen das sinnvoll wäre. Okay, dann ein Kommentar von Seid Bekacem. Ich finde, Herr Feustel bringt viele Punkte, welche ich einfach nicht als exklusiv rechtes Denken einordnen könnte. Wollen Sie dazu auch noch? Ja, das, ich weiß nicht genau, worauf die Frage abzielt, aber ja, wenn ich das richtig deute, was Sie meinen, dann es gibt bestimmte Spielarten von linkem Denken, die auch so funktionieren. Das sind so die alten Stalinisten zum Beispiel. Der alte Stalinismus oder eine etwas altbackene Version von Kommunismus haben auch so ein absolutes Ziel, so einen Wahrheitsanspruch. Es gibt also bestimmte andere Denkarten, die auch in diese Richtung weisen. Jetzt würde ich aber sagen, dass die gegenwärtige Linke, die sogenannte Mosaik-Linke, so, das ist ja so einer der Begriffe, der sozusagen die Diskussion durchwandert. Also Mosaik-Linke, weil es so viele verschiedene Strömungen sind und Farben und Größen. Die ist relativ weit weg von dieser von diesem Idealisierungszustand, den Rechte mitbringen. Also es gibt, wenn sie auf diese Gleichsetzung von diesen Rechts hinaus wollen, trage ich das nicht mit, weil sozusagen es gibt nur ganz wenige linke Spielarten von alten MLPD-Agitatoren, die noch so drauf sind.
Dann kann man vergleichbare Elemente finden. Aber ich glaube, ein ganz, ganz zentraler Unterschied ist die Vorstellung, ist die Verknüpfung von Gesellschaft und Natur. Während rechtes Denken immer wieder beharrlich darauf abstellt, auf dem irrigen Glauben aufbaut, die deutsche Gesellschaft, die deutsche Nation sei irgendwas Natürliches, wie so ein gewachsener Baum, den man irgendwie von Ungeziefer befreien muss. Das ist so ein Grundnarrativ rechten Denkens. Übrigens mittlerweile auch von vielen Leuten, die man früher noch für konservativ hielt, wird es auch geteilt. Es schwappt leider sozusagen. Das ist die demokratietheoretisch größte Gefahr, dass diese Art von Denken ins konservative Lager rüberschwappt. Das machen andere wesentlich weniger. Das ist sozusagen ganz, ganz selten. Und das ist eigentlich rechtes Denken par excellence. Und wenn Akteure, die sich für links halten, eine ähnliche Spur laufen oder eine ähnliche Debatte anstoßen, dann halte ich sie für rechts. Okay, er fragt jetzt auch nochmal nach oder konkretisiert. Ja. Warum muss ich einen Kandidat qualifizieren und der Wählende nicht? Was halten Sie von einem Führerschein fürs Wählen? Es geht ums aktive und passive Wahlrecht. Ja, ein Führerschein fürs Wählen ist natürlich schwierig, weil ich sozusagen dann an bestimmten fixierbaren, definierbaren Kriterien festmachen muss, wer wahltauglich ist und wer nicht ist. Ich glaube nicht, dass es in einer offenen Gesellschaft, die demokratisch sein will, eine Instanz geben darf, die darüber entscheidet, ob jemand die intellektuellen und ethischen Voraussetzungen erfüllt, dass er wählen gehen darf. Dann brauchen wir eigentlich auch keine Wahlen mehr, weil dann ist sozusagen ja auch klar, dass diejenigen, die gewählt werden können, also die das passive Wahlrecht haben, dass die diesen Führerschein ja auch bestehen müssen. Und dann hätten wir schon einen Konsens. Dann gäbe es sozusagen nur noch einen Richtungsstreit ums Minimum. Ja, das halte ich für ein zu eng gefasstes Verständnis von Sozialstruktur. Das wäre auch schon so eine Antwort auf alle Fragen. Da wären wir auch schon in irgendeinem Ziel, was es nie geben kann. Es würde auch ja heißen, dass wir sozusagen den Streit und das Streitfeld selbst, wie es bei Zizek so schön heißt, das muss ich vielleicht erklären. Ein ernster demokratischer Streit ist auch immer einer, der in Frage stellt, wie das Streitfeld aussieht, worüber gestritten werden darf. Also ich würde zum Beispiel sagen, die Aufforderung, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen, die hier leben dürfen, selbst wenn sie nur geduldet sind, ein Wahlrecht einzuräumen, ist eine demokratietheoretische Frage par excellence. Das ist die demokratische Frage schlechthin, ob Menschen wählen dürfen. Das halte ich, also die Intervention im Hinblick auf diejenigen, die anteillos sind, das halte ich für eine grunddemokratisches Anliegen, eigentlich für das am demokratischen Anliegen schlechthin. Das ist alles ausgeschlossen, wenn Sie so einen Führerschein einführen. Das ist alles sozusagen schon ad acta gelegt. Aber ich verstehe auch da den Impuls und ich glaube, was Sie mit Führerschein meinen, ist, glaube ich, Bildung. Wir sollten möglicherweise wieder die Schulen anders ausstatten und auch das ist ja der Rahmen, ne? Stiftung Demokratie Saarland, da sind wir mal mitten im Spiel. Ja, sozusagen Initiativen stärken, Aufklärung, Schulbildung an allen Fronten und Bildung nicht in so einem sozialtechnischen Sinn und wenn es geht, vielleicht auch nicht in so einem Hinblick auf, was ich auch in Schulen aktuell erlebe, auch bei Eltern, höher, schneller, weiter, mein Kind soll das Beste sein. Vielleicht ist das auch ein falscher Impuls der Bildung, den wir aktuell ständig erleben müssen. Bildung also als umfassendes Projekt, vielleicht ist das dieser Führerschein. Ja, da zielt auch eine Frage von Wechsel 42 drauf, also auch die Zielgruppen, wen man überhaupt erreichen kann und wie. Ich stelle die Frage, haben politische Satiresendungen wie die Heute Show, und das wird ja auch sehr stark frequentiert, Stichwort Bernd Höcke, einen nennenswerten Effekt im Kampf gegen rechts? Und wenn ja, ist dieser Effekt produktiv oder kontraproduktiv? Also ich meine, das ist gerade ja von jungen Leuten wird diese Show ja auch gerne geschaut. Auch bei der Frage habe ich den Verdacht, dass da steckt sehr viel dahinter. Ich verstehe diese Frage. Ich glaube, ich verstehe sie. Vielleicht verstehe ich sie auch nicht so richtig. Zwei Dinge dazu. Das eine ist, die politische Bildungsarbeit sollte sich, überhaupt die politische Arbeit, sollte sich weniger um Rechte kümmern, weil, also um Leute, die bei Pegida mitlaufen, die bei Querdenken mitlaufen, die einen AfD-Parteischein haben, weil ich glaube, das ist Lebenszeitverschwendung. Ich glaube nicht, dass man Menschen mit einem rechten Weltbild dieser Art umstimmen kann. Das rechte Weltbild läuft ganz stark über Emotionen. Das ist sozusagen nicht auszulösen, nicht auszuhebeln von rationalem Sprechen, von Einsicht, von Argumentation. Das haben wir seit 2015, diskutieren wir das mit Pegida. Ich wohne ja jetzt nicht so weit weg davon. Das ist, glaube ich, utopisch zugleich. Ich kann nicht sagen, dass ich irgendeinen rechten Querkopf davon habe überzeugen können, dass es Quatsch ist, was er da sie erzählt. Ist mir nicht gelungen. Ich glaube, wir sollten uns um diejenigen bemühen, die sozusagen noch nicht dastehen, also um alle anderen. Im politischen Feld, wenn es um Wahlen geht, fehlt mir völlig die Adressierung von Nichtwählern und Nichtwählerinnen.
Wir wissen auch, dass die sogenannten Depravierten, also die Leute mit schlechtem Einkommen und ohne Job, die wählen nicht überdurchschnittlich AfD, die gehen im Wesentlichen nicht wählen. Also sozusagen die Adressierung der Rechten, ich hatte vorhin schon mit dem Ignoranzargument mal kurz angefangen, die permanente Adressierung der Rechten und der Versuch, die Rechten umzustimmen und davon zu überzeugen, dass rechtes Denken falsch ist, blöd ist, unethisch ist, undemokratisch ist, das ist Lebenszeitverschwendung. Wir sollten alle anderen adressieren und vorbauen, dass es nicht passiert. Das gilt dann vor allem an die Kreise derer, die sich für nur konservativ halten, die zunehmend so wegbrechen, die zunehmend beobachte ich, dass also die Welt als konservatives Medium ist in jedem dritten Artikel rechtsradikal. Ich finde das furchtbar, ich kann es nicht mehr ertragen. Wenn die Konservative keine Bastion mehr gegen rechts ist, dann wird es wirklich gefährlich. Was die Heute-Show angeht, das ist der zweite Teil der Antwort, das halte ich für ambivalent. Einerseits, ja, humoristische Aufklärung hat einen riesengroßen Impact, denke ich. Die machen das auch gut, nicht alles gefällt mir, nicht jede Art von Humor der Sendung mag ich. Ich bin da eher so Fan von Last Week Tonight, das ist so genau meine Sendung. Oder von Böhmermann, den finde ich auch noch ein bisschen witziger. Aber das kann man schon machen. Ob das jetzt einen politischen Impact hat, kann ich tatsächlich nicht sagen, weil es könnte auch umgekehrt sein. Es könnte auch sein, dass Menschen ihr politisches Gewissen in dem Moment befriedigt sehen oder sozusagen zufriedenstellen, wenn sie ihre Kritik schon im Modus des Humors ausgelagert haben. Ja, das ist total doof, wir haben mal drüber gelacht, Freitagabend habe ich das gemacht und dann ist auch gut. Also an welcher Stelle, das ist nur eine Vermutung, sublimiert, würde man das in der Theorie nennen, sublimiert kritisches Fernsehen die politische Praxis. Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, die mir aber im Kopf rumschwirrt. Also ich glaube, es ist beides. Ich will jetzt auch die Heute-Show nicht schlecht machen. Ich glaube, die hat wirklich sie klärt aber Dinge auf, sie zeigt Dinge, sie legt den Finger in die Wunde, das machen sie auch gut. Aber andererseits bin ich mir nicht ganz sicher, an welcher Stelle das nicht so Sublimationseffekte hat. Mhm. Dann nochmal Neo-Dautek. Das Infektionsschutzgesetz setzt doch die Grundrechte aus, oder? Ist es ein persönliches Empfinden, ab wann man das Gefühl bekommt, dass hier etwas nicht stimmen könnte? Was tun wir dann? Das Infektionsschutzgesetz, ich bin da kein Experte, das setzt in Teilen und auf Zeit teilweise Grundrechte aus. Das ist richtig. Und ich finde es auch völlig richtig, das kritisch zu beobachten und da sehr, sehr aufmerksam zu sein. Als das Ganze anfing, so im März, habe ich mit mehreren Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Und wir hatten insgesamt so den Eindruck, okay, wir müssen da sehr wachsam sein, weil das natürlich eine Situation ist, in der die Gefahr durchaus besteht, dass so ein Staat anfängt oder zunehmend übergriffig wird. Die Entwicklung der Ereignisse hat mir das aber nicht gespiegelt. Ich sehe das tatsächlich nicht. Ich sehe an keiner Stelle, dass die Infektionsschutzgesetze oder das Infektionsschutzgesetz und die Übersetzung der Praxis dann auf der Länderebene dazu da ist, die Bürger mehr zu überwachen, einzusperren, abhängig zu machen, eine Diktatur zu errichten. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, das Problem sehe ich schon, aber da gibt es ganz andere Mittel und Wege. Die Landespolizeigesetzgebungen sehen in Bayern zum Beispiel mittlerweile vor, dass die bayerische Polizei ohne Verdacht, ohne Ansatz einfach eine Gruppe von Leuten, Einzelpersonen bis zu, jetzt muss ich lügen, ich glaube 72 Stunden einsperren kann, im Vorbeugegewahrsam. Es braucht keinen richterlichen Beschluss, das ist eine reine Entscheidung der Polizei. Die Gefährderdefinition der Polizei ist völlig willkürlich. Leute werden abgeschoben, weil die Polizei sagt, sie sind Gefährder. Die haben nichts gemacht, die müssen nichts gemacht haben. Die Polizei ist eine Institution, das werden wir in 10, 20 Jahren, wenn wir uns daran erinnern, so wie es in den USA gerade läuft, die dann irgendwann werden wir auch die Defund the Police sagen, die als Institution, nicht die einzelnen Figuren, aber die als Institution aus dem Ruder läuft, weil sie einen autoritären Obrigkeitsstaat durchsetzen wird oder auf dem Weg dahin ist. Da sehe ich die Gefahren. Die Corona-Schutzmaßnahmen, ich sehe es nicht. Angelegt ist das natürlich, weil man bestimmte Grundrechte aushebeln muss, wenn man die Unverletzlichkeit der Wohnung zumindest in Teilen in Zweifel zieht. Aber ich sehe an keiner Stelle, dass die Institution diese Möglichkeiten nutzen, um tatsächlich einen Obrigkeitsstaat durchzuziehen. Das sehe ich nicht. Das machen sie an anderen Stellen. Und da gibt es dann wiederum keine großen Demonstrationen dagegen. Oder von Linken, die wiederum von der bürgerlichen Mitte eher belächelt werden. Das finde ich dann ein bisschen tragisch manchmal. Dann noch eine Frage nochmal von Said Belkacem. Woher kommt denn diese Schnappatmung von den etablierten Parteien, wenn die Rechte ihre plumpen Tweets etc. ablässt? Also diese übertriebenen Reaktionen. Ja. Auch eine sehr gute Frage. Wenn ich das so genau wüsste, ich hab ein bisschen Verdacht. Also einerseits ist es richtig, sich aufzuregen, wenn Rechte sozusagen bestimmte rassistische, antisemitische, sexistische, homophobe Sprüche, Redeweisen in den Bundestag tragen und sie damit natürlich über eine permanente Wiederholung auch normalisieren. Wir haben
wir können sehr genau diese Diskursverschiebung, heißt es dann gerne, seit 2015 nachvollziehen. Was 2015, 16 noch eine Zumutung in rhetorischer Art waren, sind heute an vielen Stellen Banalitäten. Weil sozusagen die Diskurslandschaft sich so aufgebrochen hat und so aggressiv geworden ist, so wüst geworden ist. Mittlerweile, ich kriege das nur an manchen Stellen mit, wenn man mal einen österreichischen Twitter-Feed von Natascha Strobel sich anschaut, so eine politische Kommentatorin, die muss Dinge über sich ergehen lassen, die ist so eine Zumutung, und ganz viele auch der etablierten Akteure zucken so mit den Schultern und sagen so, naja, so ist das jetzt halt. Das halte ich auch für schwierig. Andererseits verstehe ich die Frage auch dahingehend, warum ist da nicht ein gewisses Maß an Gelassenheit drin? Das fehlt mir auch. Ich habe manchmal den Verdacht, dass bestimmte Parteien, die sozusagen, was ihre politische Programmatik angeht, nun ja, schmal aufgestellt sind. Ich erinnere an die SPD, da ist immer nicht so wahnsinnig viel los inhaltlich. An manchen Stellen, jetzt will ich kein pauschales SPD-Bashing machen, aber naja, ist eine Diskussion, die kennt man. Und manchmal habe ich den Verdacht, dass sozusagen bestimmte politische Akteure sich in dieser Opposition zu den Rechten wiederum inszenieren. Linke Kräfte machen das ganz massiv. Es gibt ganz viele AfD-Watch-Seiten, die sozusagen Follower generieren, Retweets generieren, indem sie darauf gucken, was die Rechten machen. Mir wäre es lieber, wenn die Akteure ihre Kräfte bündeln, um stattdessen politische Arbeit zu machen, eine andere progressive Gesellschaft zu formieren, irgendwie daran zu arbeiten, wie die aussehen kann. Wie kommen wir eigentlich dahin, dem völlig eskalierenden Neoliberalismus endlich die Stirn zu bieten? Das wäre für mich, es gibt ganz viele wichtigere Themen, als sich ständig mit der AfD zu beschäftigen. Mir scheint es aber so, dass sozusagen das ein bisschen so, wie sagt man, das ist halt leichte Aufmerksamkeit, so, wenn ich mich mit der AfD beschäftige. In Teilen ist es auch richtig, aber in Teilen ist es auch so ein Hühnerhaufen. Ja, ist ganz interessant, auch jetzt die Diskussion zu beobachten. Einige Sachen, die Sie selbst skizziert haben, für rechtes Denken, findet sich teilweise auch in der Diskussion gespiegelt. Ich möchte abschließend nochmal Herr Belkacem mit einer Frage aufnehmen, wie Sie den Mechanismus der Ohnmacht sehen, dieses oft gehörte, die da oben, wir da unten, wie kann die Zivilgesellschaft hier entgegenwirken? Ich finde, das ist auch eine sehr gute Frage. Das ist eine gute, aber eine sehr schwierige Frage, weil das Fiese an den rechten Debatten ist ja, dass in dieser ideologisch rechten Zuspitzung ganz viele Kritikpunkte, die völlig berechtigt gemacht werden müssen, ganz schwierig geworden sind. Also ich würde aus einer wissenschaftlichen oder aus einer linken Sicht, darum geht es jetzt gar nicht, durchaus sagen, natürlich haben wir ein Problem in der Gegenüberstellung von Elite und Bevölkerung. Wir haben einen eskalierenden Reichtum. Jeff Bezos ist immer der Name schlechthin. Das haben wir auch in Deutschland, die Familie Klatten. Da gibt es ganz viele Beispiele. Wir haben auch über die Corona-Krise einen völlig eskalierenden Reichtum. Das geht überhaupt nicht mehr. Das muss irgendwann auch in sich krass zuspitzenden Verhältnissen enden, wenn wir nicht irgendwann das wieder ein Stück weit ins Lot bringen. Wir reden irgendwie über Zahlen. Also wenn ein Jeff Bezos 74 Milliarden verdient hat seit Beginn der Corona-Krise, seit Mitte März, sind das 74.000 Millionen. Man muss sich das nochmal klar machen, worum es da geht. Das Blöde ist nur, dass sozusagen die rechte Diskurslandschaft diese ganzen Debatten so überlagert. Es ist ganz schwierig noch zu sagen, ja, natürlich haben wir ein Elitenproblem, natürlich muss man es einfangen, anderes Steuerrecht, weil es sofort irgendwie, man läuft sofort Gefahr, man sei Populist, wenn man das sagt. Ja, wenn das Populismus ist, dann gerne, dann bin ich gerne Populist, das ist kein Problem. Die Ohnmacht, wie man die übergehen kann, zunächst müsste man sozusagen sich die Themen zurückholen. Zu sagen, Medienkritik zum Beispiel, es gibt seit Jahrzehnten auch in der Theorie sehr ausgefeilte und sehr, sehr relevante Kritik an dem, was Medien machen, wie Medien funktionieren. Das ist seit 4, 5 Jahren völlig, wird das totgebrüllt von Lügenpresse. Ja, von dem völlig bescheuerten Ausruf. Ich würde gerne, dass wir uns die Themen zurückholen und sagen, ich möchte gerne Medienkritik machen können, ohne dass ich mit Lügenpresse zu tun haben muss, weil das ist mir zu doof. Da gibt es ganz viele Baustellen, wo ich sagen würde, die Zivilgesellschaft müsste gucken, dass sie sich die Themen zurückholt und sich nicht weiter von diesen rechten Debatten sozusagen einspannen lässt. Ohnmacht wird bleiben, nehme ich an. Mich macht es auch ohnmächtig, mich macht es auch ratlos, dass sozusagen Gesellschaften, wie es Gesellschaften zulassen können, dass die Schere zwischen Arm und Reich so krass eskaliert. Ein Freund von mir hat das mal gesagt, es ist gar keine Schere mehr, die verbiegt sich. Ja, das sozusagen dass Gesellschaften das zulassen können, halte ich für eine Absurdität sondergleichen, auch von der Seite der Reichen, die sehen müssen, dass die Spannungen zunehmen werden. Ich weiß nicht genau, was der Weg aus der Ohnmacht ist, aber zunächst ist es erstmal wichtig, die Themen zurückzuholen,
und die wieder in anderen Debatten, in zivilgesellschaftlichen, demokratischen Debatten groß werden zu lassen. Ja, Sie haben während Ihrem Vortrag haben Sie von Demokratie als einem unabgeschlossenen Projekt gesprochen. Da steckt ja auch ein gewisser Handlungsauftrag für alle Bürgerinnen und Bürger drin. Und Sie haben auch für Gelassenheit bei allem Ernst der Situation plädiert. Ich denke, wenn man das sich jeder für sich auch mal nochmal zu Hause sortiert, dann ist das ein wunderbarer Auftrag an jeden von uns. Ich bedanke mich ganz herzlich, lieber Herr Dr. Feustel, für diesen Vortrag, für diese Diskussionsrunde. Und ja, ich sage nochmal Danke auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer und bleiben Sie uns erhalten. Vielen Dank. Danke auch.